Buongiorno, meine kleinen Macaronis, zu einer kurzen Kurzaufnahme für eine kleine, kurze 15-Minuten-Folge Minecraft. Und wie man sehen kann und hören kann, hat sich gerade die Location geändert im Vergleich zum letzten Part. Das liegt daran, dass es nicht Nacht wird, sondern... Scheiße, wird Nacht. Ich mache jetzt einmal kurz die Monster auf friedlich. Tja, warum hat sich die Location geändert? Hey, liegt es vielleicht daran, dass Don Marcy, der Pate der Spiele, heimlich in der Welt was anderes macht und dann einfach vergisst, wieder zurückzugehen? Oder liegt es einfach daran, nein, daran liegt es natürlich nicht, oder liegt es einfach daran, dass er einen 20-Minuten-Part aufgenommen hat, der ganz schnell raus muss, weil er nichts mehr auf Lager hat und Dexteri sich gedacht hat, hey, Don Marcy muss sich beeilen, also hauen wir ihm einfach mal einen Strich durch die Rechnung und speichern das Video nicht ab. Ja, das wird wohl der Grund sein und das ist der Grund. Dexteri fand es wahrscheinlich sehr, sehr lustig, mich zu verarschen im Sinne von, ich mach mal ein kleines bestimmtes Häkchen dahin, wo es noch nicht war und du kannst nicht aufnehmen. Das Video wird nicht gespeichert, ganz toll. Ja, ist eigentlich ziemlich scheiße, weil... Also es wäre ziemlich scheiße, denn wir haben uns auf eine Höhlentour vorbereitet, darum habe ich einen Helm auf dem Kopf. Wir haben nämlich beim Keller aushebeln ein bisschen Eisen gefunden. Was ich zum Helm gemacht habe, da war das Eisen auch schon wieder weg. Yay. Doch, eigentlich bin ich nicht so sehr darüber erbost. Ich hoffe mal nur, dass diese Aufnahme hier was wird, sonst wäre ich echt, dann wäre ich echt sauer. Denn im Grunde ist es gar nicht mal so verkehrt, weil es war ziemlich... Ich bin heute nicht so ganz bei der Sache. Mein Gequatsche war nicht gerade Weltklasse. Und ich hatte auch ein tolles Thema, Zeichentricks, also allgemeine Serien und Filme, damals und heute. Ich konnte nicht gut auf das Thema eingehen, da ich nicht so ganz bei der Sache bin. Ich bin ein bisschen platt, sag ich mal so. Ich bin heute ein bisschen platt, darum nur eine Folge Minecraft aufnehmen und das ging in die Hose. Hier haben wir ein bisschen den Keller ausgehebelt. Da hat man gesehen, Baufusch. Da war nämlich Dreck zwischen den Planken. Was daran liegt, dass ich ja beim Häuslebauen immer sparsam bin, habe ich einfach, wo die Wand, wo ich Wände gezogen habe, habe ich ja ein bisschen Dreck dazwischen gequetscht, so als Dämmung. Ja, dann habe ich mich hier daran orientiert beim Aushebeln des Kellers. Ich möchte ja schließlich, dass der Keller genau so groß ist wie das ganze Grundstück selber. Und ich würde mal sagen, ich nehme jetzt hier ein bisschen noch was raus. Ich bin jetzt auch nicht gerade in Erzähllaune. Aber etwas möchte ich doch noch erzählen. Frei Schnauze, was ich mir nicht notiert habe, wo ich mir keine weiteren Notizen zu gemacht habe, wie Serien, Filme damals heute. Ich habe mich versucht, da irgendwie reinzufriemeln in das Thema, aber das hat genauso gut geklappt wie mit meinem Weihnachten-Thema. Das ging ja auch voll in die Hose. Und darum, ich baue jetzt auch hier kurz die paar Minuten. Baue ich jetzt im friedlichen Modus, das ist jetzt auch scheißegal. Ich möchte hier einfach ein bisschen bauen und quatschen, denn etwas, was mich in letzter Zeit, so seit ein paar Wochen, so zwei, drei Monate schon, was nerven kann man noch nicht von sprechen, ich bin ja ein... Es fällt mir auf. Ich bin ja, wie man weiß, ein kleiner YouTuber, ein kleiner Let's Player, nicht gerade riesengroß. Ich freue mich, dass ich jetzt gerade zum Stand dieser Aufnahme... Aktueller Stand sind 54 Abonnenten, wo ich wirklich sehr dankbar für bin. Ich kann es kaum glauben, dass so viele sich den Scheiß hier reinziehen können, ohne dass die Ohren bluten, die Augen immer schlechter werden oder, was weiß ich, man den Monitor einschlagen möchte, weil der Typ, der hier sitzt und quatscht, total scheiße ist. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß nicht, was ihr an meinen Let's Plays toll findet. Schreibt es mal in die Kommentare, baut mich auf, das wäre schön. Ich bin halt, wie gesagt, ich bin ein kleiner Let's Player. Und ich freue mich, dass sich so viele Leute, also für mich sind das viele Leute, dass sich so viele Leute meinen Let's Plays reinziehen. Freue ich mich immer wieder sehr. Auch One Piece ist ziemlich beliebt, finde ich toll. Auch wenn mich das Spiel gerade nicht so vom Hocker haut zurzeit, aber ich bin gespannt, was mich da noch so erwartet. Und es war, wie gesagt, ein Dankeschön dafür, dass es euch gibt, dass ihr euch den ganzen Krempel von mir reinzieht. Das motiviert einen schon. Am Anfang war ja immer nur ein paar Gefälligkeitsklicks, sag ich mal. Nicht gerade viele Zuschauer, aber im Moment werden es immer mehr. Das freut mich. Langsam, aber stetig wachsen die
Zuschauer, da freue ich mich sehr. Hinten werden die Schweine fett, die letzten werden die ersten sein, bla bla bla. Und was mich jetzt, worauf ich jetzt auf das Thema, auf das ich zu sprechen kommen werde, auch möchte und jetzt auch tue, ist dieses, dieses Jahr, wie soll man das ansprechen? Schaufel, jetzt verball ich die, Schwert, jetzt verball ich die ganze Sache, die ich mir für die Hüllen tue, die ich eigentlich vorhatte, in der nächsten Folge, die jetzt eigentlich die Folge wäre, aber ist immer noch die Vorbereitungsfolge, egal, ich verbreche die ganze Sache. Ich kriege immer wieder Nachrichten oder Kommentare von wegen, so mitten im Let's Play Kommentare, yay, ich hab so als kleine, ist das so ein Gedächtnisauszug? Hey, ich hab gesehen, du machst voll die geilen Let's Plays, voll die geilen Videos, auch dieses Video hier, das ist voll gut gemacht, gefällt mir sehr, Daumen hoch, hast erstmal ein Abo von mir, würde mich freuen, wenn du auf meinem Channel nachschaust und mal auch ein Abo, Like und so weiter hinterlässt, würde mich sehr freuen. Ich meine, ja, auf sowas reagiere ich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht. Sowas ignoriere ich einfach. Das wird auch, ich weiß nicht, ob einer von den, von meinen wirklichen Zuschauern, die sich meine Videos wirklich reinziehen und dann auch vielleicht mal ein Like da lassen, wäre ganz nett, so ein bisschen supporten. Viele, die gucken einfach und machen Liken, finde ich. Ich will jetzt nicht um Likes betteln, aber wenn du meine Let's Plays wirklich gerne guckst, dann gib mir ein Like, weil, ganz ehrlich, dadurch supportest du mich. Je mehr Zuschauer, ich möchte ja auch möglichst viele unterhalten. Und da sind mehr Zuschauer schon nicht verkehrt, ne? Ich werde jetzt nicht anfangen mit hier, favorisiere, like mich und so weiter, abonniere mich. Das mache ich nicht, das habe ich die ganze Zeit nicht gemacht, das mache ich auch nicht, das werde ich auch weiterhin nicht machen. Denn ich möchte durch meine Let's Plays überzeugen. Ich möchte, dass man mich guckt, nicht weil ich darum battle und so weiter. Ich möchte einfach, dass man sich meine Let's Plays reinzieht, weil man sie mag, weil man meine Art mag, wie ich spiele, wie ich stümperhaft moderiere und all so ein Krempel, alles was dazugehört, ob man es witzig findet, wer meine Ausraster, meine Agro-Modus einladen mag, der kann auch gerne immer weiter hier abonnieren, liken und also den ganzen Scheiß halt, ne, kennst du ja. Nur wenn ich dann keine Schaufeln habe, bin ich immer ganz, ganz traurig und greife zur Spitzhacke, die gleich auch zerbrechen wird. Ich warte nur darauf. Ja, siehste. Jetzt nehme ich einfach mal Steinspitzhacke. Auf jeden Fall immer diese Nachrichten dann. Ja, ich abonniere dich mal. Ganz ehrlich, erstmal, wenn man so Let's Play sucht, guckt man auch, man möchte auch. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Ich habe schon seit über ein Jahr eine feste Anzahl an Let's Play, die ich mir immer gerne reinziehe. Und nein, ich höre nicht selber dazu. Sphera, wer guckt sich den Scheiß schon an, außer du? Was soll ich sagen? Ich habe halt eine feste Anzahl. Ich ignoriere auch immer dieses dämliche, ja, guck mal hier, like mal bei mir und so weiter. Mache ich nicht. Ignoriere ich. Ich weiß auch nicht, wer, warum solche Kommentare sofort immer als Spam markiert sind. Ich weiß nicht, ob das automatisch ist. Ich kann ja nichts einstellen. So eine Kommentarmoderation kann ich nicht einstellen. Ich weiß nicht, ob ihr das, ob du das immer machst, dass du die sofort als Spam markierst. Wenn ja, mach weiter so, gefällt mir. Ich werde die auch nicht groß bearbeiten, diese Spam-Kommentare. Ich ignoriere die einfach, weil, ganz ehrlich, da scheiße ich drauf. Ich habe keinen Bock, damit meine Zeit zu vertrödeln. Ich möchte meine Zeit lieber damit vertrödeln, die hier aufzunehmen und so weiter. Das ist für mich persönlich wichtiger, als diesen ganzen Spam zu beantworten und so weiter. Das ist für dich. Ich meine, sie wollen es verbessern, aber ganz ehrlich, es ist so ätzend. Auch die Tatsache, dass ich meinen Posteingang immer erst durch 1000 Klicks hervorrufen kann, anderes Thema, aber es ist nervig. Die machen vieles scheiße und naja, wenn sie meinen, man fühlt sich irgendwann damit ab. Auf jeden Fall dieses, abonnier mich und like mich und schau doch mal rein. Ich würde mich freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn man meine Videos, wenn die das machen, hier hast ein Abo. Fertig. Es würde, ganz echt, du brauchst mich nicht abonnieren, nur in der Erwartung, ein Abo von mir zu kriegen. Denn das wirst du nicht kriegen. Es wird von mir kein Abo für ein Abo geben. Weil erstmal habe ich dann in meiner Abo-Leiste, die ich links auf der Startseite habe, habe ich dann
einen Haufen Let's Player, die ich nicht gucken will, weil ich habe halt eine feste Anzahl Let's Player, die ich gucke. Und die das wird sich auch nicht ändern, weil, ganz ehrlich, wenn ich jetzt jeden angucke und immer so tue, als wenn ich seine Videos toll finde, ich meine, ganz ehrlich, ich werde nie groß reingucken, das wäre einfach ein totes Abo im halben Sinne, weil man hat halt, wenn man mehr Abos hat, ist es ganz toll. Und wenn man jetzt Zuschauer, man möchte ja Zuschauer haben. Ich weiß gar nicht, wie ich an das Thema rangehen soll. Das ist schwer, weil ich auch völlig unvorbereitet bin, wieder einmal, immer noch. Ich wollte, ja, egal. Man hat dann zwar ein totes Abo, sag ich jetzt mal, das Abo ist einfach da. Aber wenn dann neue Zuschauer kommen, die Let's Player suchen, so nach dem Motto, ja, ich möchte mal ein neues Let's Player sehen von jemandem, den ich noch nicht kenne. Ach, der hat viele Abonnenten. Da gucke ich doch mal rein. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, wie er zockt. Es gefällt mir auch, das Let's Play ist ziemlich gut gemacht. Da bleibe ich. So nach dem Motto, das tote Abo liegt, das gammelt und verwest zwar vor sich hin, so ganz langsam und stetig, aber es ist ein Zeichen dafür, dass dieser Let's Player mehrere Abonnenten hat, was aber nicht unbedingt daran liegen muss, dass er von der Qualität her richtig gut ist. Also, ich könnte jetzt, meine 54 Abonnenten könnten jetzt, sagen wir mal, 20 Abonnenten sein, die wirklich gucken, weil sie Spaß dran haben, weil ihnen das gefällt, was ich hier mache. Und die restlichen 34 sind einfach nur andere Let's Player, die sich mit einem Abo unterstützen wollen. Aber nicht die Let's Plays gucken, so wie ich das mache. Ich gucke ja nicht die Let's Plays von anderen, nur weil sie sagen, ja, ich abonniere dich und gib mal ein Like und ein Abo zurück, würde mich freuen. Ich würde mich auch über so vieles freuen, über 1 Million Euro zum Beispiel würde ich mich freuen. Gibst du mir die, dann gucke ich auch deine Let's Plays. Wäre doch ein ziemlich netter Tausch, findest du nicht? Wie mache ich das jetzt hier? Okay. Ich reiße zwar kurz mit der Hand den Scheiß da raus. Auf jeden Fall, das wird nichts. Dadurch werden wir keine Freunde oder sonst was. Ich werde niemals auf sowas reagieren. Ich werde das auch immer stumpf ignorieren. Da braucht man sich keine Mühe geben. Ich will auch keine toten Abos, nur damit andere denken, oh, der hat viele Abonnenten. Den könnte ich ja mal abonnieren. Möchte ich nicht. Auch diese Nachrichten werde ich immer konsequent ignorieren, da ich sie bescheuert finde. Ich möchte halt, wie gesagt, durch Qualität, durch meine Let's Plays überzeugen und Abonnenten dazu gewinnen. Denn, ganz ehrlich, ich mache das nicht... Also, wie soll man das sagen? Ich mache das einfach, um zu unterhalten. Und ich möchte halt nicht, dass ich dann Abonnenten habe, also zu... Ja, Abonnenten in dem Sinne. Von wegen, ja, hier hast du Abo, vielleicht kriegst du ja noch mehr Abos. Ich kriege auch so irgendwann immer mehr Abos. Zum Beispiel... Bei Pokémon habe ich einen, der guckt sich auch durchgehend alles an. Bei One Piece Romance Down habe ich einen, der sieht sich das auch sehr gerne an. Er hat das auch selber gezockt. Der meinte auch, von wegen, da wird noch so einiges an Story und so weiter geil kommen. Ich lasse mich überraschen. Hat er heute erst kommentiert. Heute am... Also gestern am 13. Und ich habe... Ich habe auch noch Kobbel. Die Aufnahme ist gleich voll. Und ganz ehrlich, ich scheiße einfach auf solche Kommentare. Ich hasse sowas. Ich würde auch, ich komme auch nicht, ich werde auch niemals, ich habe auch schon. Moderationslevel over 1000. Ich habe auch schon zweimal eine Nachricht gekriegt von wegen. Hier, ich habe gesehen, du bist Let's Play und so weiter. Machst auch ganz gute Videos. Hab mal in eins reingeguckt, vielleicht. Oder ich kommentiere einfach nur. Du kannst in meinem Video, ich habe ein Video gemacht, wo kleinere Let's Player sich vorstellen können, das kannst du auch gerne machen, von wegen, lass einen Kommentar da, hier ist es erwünscht, das wird auch nicht als Spam markiert oder sonst was, du kannst hier dich vorstellen quasi, und warum reißt das raus, da kommt, es kommt so ein Boden rein, nicht so ein Boden, ein anderer Boden, aber hier kommt ein Boden rein, du kannst dich hier vorstellen, wenn du dafür das Video likest. Fängt schon mal damit an, like das Video, da kannst du dich vorstellen und so weiter. Bla bla bla. Finde ich doof. Habe ich schon zweimal bekommen. Ich habe beiden, da habe ich drauf reagiert, auf diese Nachricht. Da habe ich zurückgeschrieben, dass ich es nett finde, dass man mir das anbietet.
Und dass ich das aber ablehne, dieses Angebot, da ich halt durch meine Videos überzeugen möchte, Abonnenten dazu gewinnen möchte, feste Zuschauer, Abonnenten, ich finde, Abonnenten finde ich doofes Wort. Für mich sind es Zuschauer, ihr seid meine Zuschauer, ich sammle ja keine Abos. Ich möchte Zuschauer begeistern, ihr seht es euch ja auch an. Und ihr abonniert mich ja auch nur, damit ihr auch immer sofort wisst. Darum abonniere ich auch andere Let's Player. Man hat ja ein Abo, damit man durch dieses Abo, wenn ein Upload gestartet wird, auch weiß, okay, mein abonnierter Let's Player, wo ich gerne reinsehe, wo ich immer gerne zuschaue, hat ein neues Video. Da weiß ich, okay, jetzt gehe ich auf seinen Channel und sehe mir das neue Video an. Denn ich bin ja ein fester Zuschauer, ich schaue mir seine Videos an, darum habe ich ihn abonniert. Darum bist du mein Zuschauer und nicht mein Abonnent. Denn du hast mich nur abonniert, damit du weiter regelmäßig zuschauen kannst und auch immer weißt, okay, jetzt hat er ein neues Video. Wobei es mich doch stark wundern würde, wenn jemand um 3 Uhr morgens anfängt, mal Let's Play zu gucken. Obwohl ich auch bei One Piece gesehen habe, ich habe um 2 hochgeladen. Und da hatte ich dann eine Stunde später schon 2 Klicks drauf, also 2 Views. Und mir gedacht habe, Alter, da haben welche genauso wenig Leben wie ich. Aber um auf das Thema zurückzukommen, ich werde jetzt den Part gleich beenden. Solche Nachrichten und Kommentare, ich lasse sie einfach als bemarkiert. Ich habe keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Vielleicht lösche ich sie auch jetzt demnächst einfach mal. Wer weiß, der Preis ist heiß. Mache ich jetzt hier auch noch Wände rein? Wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall, ich bringe erstmal den ganzen Scheiß weg. Ich werde auf jeden Fall, es ist laut, auf sowas nicht reagieren. Und ganz ehrlich, wenn du vorhast, dir so bei mir ein Abo abzustauben und ein paar Klicks auf irgendwelche Videos, wo ich wahllos reinklicke, das kannst du knicken. Ich verzichte auch auf solche Abos. Und ganz ehrlich, wenn du, der jetzt gerade zusieht, vorhat oder sowas gemacht hat von wegen, ja, hier hast du Abo, bitte abonniere mich auch. Ganz ehrlich, deabonniere mich wieder, darauf lege ich keinen Wert. Auch wenn ein anderer netter Mensch, mit dem ich gerade ein bisschen Teamspeak-Kontakt habe, das jetzt sehen sollte. Ich meine, in einer Form hast du recht. Man hat dadurch mehr Chancen, neue Abonnenten zu gewinnen. Aber ganz ehrlich, sie sollen von selber hin, sie sollen von selber auf meinen Channel finden und mich aus eigenen Stücken, weil sie meine Let's Plays toll finden, abonnieren und regelmäßig reinschauen. Auf andere Art möchte ich einfach keine Abonnenten dazu gewinnen. So bin ich halt. Darum komme ich auch nicht in die Verlegenheit, andere anzuschreiben von wegen, guck mal meine Let's Plays, ich mache auch Let's Plays und so weiter. Guck mal rein, vielleicht gefällt dir was. Mache ich nicht. Ich möchte, wie gesagt, durch Qualität überzeugen. Durch meine Let's Plays selber. Und das mache ich halt, indem ich einfach aufnehme, den ganzen Kappes-Render hochlade und fertig. Und halt mit meinem, mit dem, den ich jetzt, wenn er das sehen sollte, auch meine, da ist schon, da wird was geplant, wird irgendwann mal passieren. Keine Ahnung wann, ich werde nichts verraten. Einen auf Geheimtum. Kann ich super gut. Und ja, vielleicht kriege ich dadurch auch ein bisschen mehr Zuschauer, wäre auch ganz toll, weil, aus Gründen. So, und zusammengefasst, ich werde auf solche Kommentare nicht reagieren, wie gesagt. Kann ich schon pennen? Ja, ich kann pennen, dann hört das Gepisse auch gleich auf. Toll. So. Ja, doch, gleich fast 20 Minuten, ganz toll. Und wir gehen gleich im nächsten Part in die Höhle, bla, will ich gleich noch sagen. Auf jeden Fall, ich werde auf solche Kommentare nicht reagieren, ich werde sie ignorieren. Und wenn du einer von diesen Leuten bist, die mich nur aus dem Grund eines möglichen Abos für die eigene Quote, für die eigene Zahl abonniert hat, deabonniere mich einfach. Ganz ehrlich, da lege ich keinen Wert drauf. Ich mache selber auch nicht sowas und die übernehme ich, die Sache hat sich erledigt. Und wenn ich dadurch jetzt 5 Abonnenten weniger habe, ist es mir scheißegal. Es werden schon Abonnenten kommen, die mich, also es werden schon Leute kommen, die mich abonnieren, weil sie mich gucken wollen. Ist einfach so, wird immer so sein und ich werde niemals jemanden abonnieren, nur damit er mich abonniert. Also ich finde das albern. Überzeugt doch einfach durch deine Videos. So mache ich es. Wenn ich überzeuge, dann durch meine Videos, durch meine Art, wie ich zocke, wie ich quatsche. Hoffentlich gut, sonst wärst du jetzt nicht da.
Ja, sonst wärst du jetzt nicht da. Ich ziehe meinen Hut vor dir, der immer zusieht, weil er meine Abo, weil er meine Abos, weil er meine Videos toll findet, weil er meine Art toll findet, wie ich zocke. Ich ziehe davor meinen Eisenhelmhut und verneige mich vor dir. Ich danke dir dafür, dass es dich gibt, dass du ein treuer Zuschauer bist, der mich abonniert hat, weil er zuschauen möchte und nicht, weil er von mir ein Gegenleistungsabo haben möchte, weil es total albern ist und so weiter. Ach ja. In dem Sinne, arrivederci, meine kleinen Makaronis. Ich setze mal wieder auf. Und wir werden im nächsten Part unsere Höhlentour starten, wo ich schon sehr gespannt bin. Gehe ich da schon hin? Ich gehe da schon hin. Dann kann ich auch sofort die Monster wieder anmachen. Oder nee, ich mache es im nächsten Part. Ich bin gespannt, ob der zukünftige, ob mein zukünftiges Ich daran denken wird, die Monster anzumachen. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Weil das war nicht hier, das war hier drüben. So, warte. Dann wird sich das zukünftige Ich von mir bestimmt darüber abfacken, dass das zurückgebliebene Ich von mir die Monster nicht angemacht hat oder irgend sowas. Ich weiß es nicht. Bin ich hier jetzt richtig? Hier bin ich richtig. Ja, hier bin ich richtig. So. Dann werde ich jetzt den Part beenden. Ich hoffe, das Thema war jetzt nicht allzu öde. Ich bin heute wirklich nicht gut drauf, was das Moderieren angeht. Ich bin schon froh, dass ich die Pokémon-Folge, Part 67, ganz gut hingekriegt habe mit Moderieren. Ich bin heute einfach erledigt. Und deswegen werde ich morgen wahrscheinlich aufnehmen, Minecraft richtig aufnehmen, auch schon hier ein, zwei Stunden durch, eineinhalb Stunden durchkloppen mit besserer Moderation, denn da bin ich ein bisschen fitter. Ich bin heute allgemein ein bisschen down. Ich hoffe, der Versuch dieses Themas kam ganz gut an. Irgendwann werde ich bestimmt auch mal darüber quatschen. Bin ich ziemlich sicher. Aber naja, ich hoffe, es ist einigermaßen erträglich gewesen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und favorisiere mich, like meine Videos, abonniere mich und so weiter, weil ja, hey, heute ist ja der Tag des Rantings über diesen Scheiß, ganz ruhig natürlich, ruhiges Ranting und so halbherzig und bla bla, ich bin halt fertig mit der Welt. In dem Sinne, arrivederci, meine kleinen, treuen Zuschauer-Makaronis und wir sehen uns im nächsten Part von Minecraft wieder, mit hoffentlich treuen Zuschauern, die zusehen, weil sie den ganzen Scheiß toll finden und auch in anderen Let's Plays. Danke, dass es euch gibt, die richtigen Zuschauer. Und wenn ihr diese Battle-Kommentare, nenne ich sie mal, wenn ihr diese Battle-Kommentare als Spam markiert, danke ich euch dafür. Dann werde ich sie demnächst mal schönartig löschen. In dem Sinne, arrivederci und bis zum nächsten Part. Tschüss! Ach ja, und hoffentlich hat diese Scheißaufnahme jetzt funktioniert. So, tschüss.